Hallo ihr Lieben, ich bin Steffi und ich bin Hochzeitsfotografin und möchte dich ein wenig inspirieren, wie du deine Hochzeit in der Planung und auch in der Umsetzung besser gestalten kannst. Denn viele meiner Hochzeitspaare heiraten zum ersten Mal natürlich und möchten einfach ihre Hochzeit selbst gestalten, selbst dekorieren, selbst planen und haben da einfach so ein paar Lücken und sagen, hey, ich brauche ein paar Inspirationen. Und genau da will ich einhaken. Denn wenn du keine Hochzeitsplanerin hast, dann ist es jetzt Gold wert für dich. Denn es fängt ja schon bei der Dekoration an. Wenn du jetzt selbst dekorierst, ist ja die erste Frage, in welchem Trend, in welchem Style mache ich denn das Ganze? Denn irgendwie brauchst du ja so ein Motto, so einen Überbegriff, damit du auch weißt, was du auswählen sollst an Materialien für deine Dekoration. Und ich möchte einfach jetzt mal drei Styles vorstellen, die sich über die letzten Jahre durchgezogen haben und für die sich die meisten Brautpaare jetzt so entscheiden. Wir haben erstmal den Vintage-Look. Der ist natürlich so ein bisschen out schon wieder, aber trotzdem heiraten viele noch so, weil sie sagen, der war einfach so, so schön, das brauche ich auch. Vintage steht für alles, was neu ist, aber in so einem Used-Look, in so einem shabby, chic Look. Und da kannst du auch viele Holzmaterialien zum Beispiel oder Naturmaterialien einbauen, was diesen Vintage-Look echt sehr schön gemacht hat. Danach wurde der abgelöst vom Boho-Trend. Boho kommt von dem Wort französisch Boheme. Das bedeutet Freigeist. Und da geht es darum, dass du alles machst mit großen Mustern, mit einfach Großdenken, Hippie-Look, frei, kreativ, so wie du es einfach möchtest. Wird vor allem genutzt von Brautpaaren, die auch draußen heiraten, sich für eine freie Trauung entscheiden oder sogar unter einem Zelt heiraten. Also ein sehr schöner Look. Wenn du über den Boho-Trend mehr schauen willst, dann schau einfach mal rein auf Pinterest. Ich verlinke das dann noch auf meinem Pinterest-Board. Und da kannst du genau sehen, von Hochzeitskleidung alles bis zur Tischdekoration, wie kannst du es umsetzen, diesen Boho-Look, der ein sehr, sehr schöner Look ist. Und jetzt sind wir im Jahr 2019 angekommen und schon haben wir den nächsten Trend, der sich durchzieht, das ist der Plush-Style. Plush, das ist so ein Style, der für zarte Metalltöne kombiniert mit Rosatönen steht. Also ob nun rosa als Rosé-Gold oder hellrosa oder normales Rosa ist total egal, aber diese Kombination ist eher so ein edler Mix, was es sehr hochwertig macht und trotzdem kommt da immer mal so Stile rein, auch die man wiedererkennt vom Vintage-Look oder auch vom Boho-Look. Zum Beispiel werden da die Blumen auch im Blush-Mix auch mal sehr opulent gestaltet und auch sehr in den Farben sehr kräftig. Also kannst du zum Beispiel so ein richtiges kräftiges Rot dir vorstellen oder so ein Burgundrot, was es echt sehr schön macht. Das sind so diese Trends und Mix. Wie gesagt, schau noch mal rein. Auf Pinterest findest du den Boho-Style und auch den Blush-Mix, sodass du alles findest, was du zu deiner Hochzeit als Inspiration auch brauchst und dir einfach mal ein Bild machen kannst. Und auf Facebook gibt es natürlich auch weitere Beiträge dazu, wo du zu jedem von diesen Themen noch mal tiefer einsteigen kannst. Wenn es gefallen hat, dann abonniere den Kanal, lass ein Like da und verpasse nicht die nächsten Planungs- und Hinweistipps für deine Hochzeit.